Also wie gesagt, wenn wir es ein bisschen geübt haben, dann geht das hier irgendwie. Und dann wäre jetzt das Fahrrad sicher, ne? Also, wer auch immer das klauen möchte. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Fahrgeschäft Fitbikes. Mein Name ist Markus und ja, endlich ist es soweit. Es ist wärmer draußen, und wir haben ein paar Schlösser bestellt, die wir gemeinsam mit euch anschauen werden und dann versuchen werden zu knacken. Wir haben hier diverse Werkzeuge vorbereitet und dann wird ein unbedarfter Markus versuchen, gemeinsam mit euch sozusagen diese Schlösser zu knacken. In diesem Video geht es jetzt um dieses Schloss, das Exit Rigid 90, ein Fallschloss. Und der ein oder andere kennt das vielleicht schon, diese Marke. Mir war diese Marke komplett unbekannt. Aber wenn man die Packung umdreht, dann sehen wir hier unten ein relativ bekanntes Fahrradmarkenlogo. Das heißt, potenziell ist eine Zubehörmarke von dieser Marke. Und es kann also sein, dass der ein oder andere von euch sich ein Fahrrad gekauft hat und da war dieses Schloss vielleicht dabei oder es war im Zubehörpackage oder immer. Ich kann mir vorstellen, dass es der ein oder andere von euch schon kennt. Bevor wir das jetzt auspacken, will ich nur auf zwei Sachen kurz eingehen. Und zwar sehen wir einmal natürlich das Schloss hier. Wir sehen die Marke, wir sehen die Schlossmodell und wir sehen hier oben eine Sicherheitslevel, ein Security Level. Und hier unten sehen wir ein Art 4262 2-Sterne Level. Was das ist, dazu haben wir schon mal ein Video gemacht. Das ist auch eine Einkategorisierung aus England. Das hier oben, das sehen wir relativ häufig bei vielen Marken. Und es sagt genau gar nichts aus. Denn wir könnten jetzt auch ein Schloss bauen. Ne? Wir könnten sagen, hier, neues Faltschloss von der Marke, keine Ahnung. Das hier hat Level 5000. Es gibt nämlich einfach keine Standards für diese Security Levels. Deswegen kann jeder Hersteller da sein eigenes Ding hinschreiben, kann es eigenes kategorisieren. Ich will gar nicht sagen, dass es richtig und falsch ist. Aber es gibt keinen Referenzwert, weil einfach das nicht irgendwie genormt, standardisiert oder sonst irgendwas ist, sondern das kann jeder Hersteller komplett selbst machen. Wir haben schon Schlösser erlebt, die Level 15, 20, 25 hatten und relativ einfach zu knacken war. Ob das hier so ist, werden wir gemeinsam herausfinden. Gut, dann lass uns mal aufmachen, das Schloss. Schauen wir mal. Also, Verpackung finde ich schon mal recht hochwertig und safe, ja. Dann haben wir einmal die Anleitung, dann haben wir das Schloss hier komplett ohne Plastik, bis auf wenige Ausnahmen. So, ein Schloss. Drei Schlüssel waren bisher kein gutes Markenzeichen. Und hier haben wir zwei Schrauben und eine Anleitung. Das ist sozusagen jetzt hier im Lieferumfang enthalten. Gut, wie ist der erste Eindruck? Also erstmal Fallschlösser mittlerweile, glaube ich, wie es funktioniert, ist klar. Es gibt eine Halterung, ne? Hier diese Halterung, können wir entweder mit diesen Klettbändern, danke Max, hier irgendwo am Fahrradrahmen festmachen oder, dafür sind die Schrauben gedacht, am Flaschenhalter. Ne? Ist sinnvoll aufgeräumt am Fahrrad und dann können wir, wenn es irgendwo am Rahmen dran ist, hier aufmachen und können das Schloss entnehmen. So, das heißt, das war jetzt nach unten hin, das kommt oben hin. Ich raff's nicht. Das ist mein Fehler. Also, eher seitlich rausnehmen. Das ist am Rahmen dran. Das mache ich jetzt auf. Andersrum macht da, glaube ich, keinen Sinn. Aber könnte man auch machen. So. So können wir es rausnehmen. Okay, ja.
Das hier wirkt wertig. Ja, wir haben hier so ein Magnet oder irgendwas in der Form. Das heißt, man kann es hier einrasten, es ist hier fest dran. Es klappert nicht, rappelt nicht. Das ist in der Tat ganz gut. Und jetzt kommen wir zum Schloss. Das Schloss wirkt auf jeden Fall sehr wuchtig, ja, wirkt auch sehr schwer, gucken wir nachher gleich mal, und wirkt in sich sehr stimmig. Es klappert auch kaum ein bisschen, das ist aber fast normal. Und wir können es gut auseinanderfalten. So, das ist sozusagen jetzt hier die volle Größe eines Faltschlosses. Jetzt machen wir es mal auf. Interessant. Ich habe hier ein Loch, kann man sagen, einen Schlitz. Da muss das Ding rein und da muss es zugemacht werden. So habe ich noch nie ein Schloss gesehen. Wenn ich jetzt aufmache, dann geht der Riegel nicht ganz auf, nur so halb. Und ich muss es hier zudrücken. Aufwendig oder stelle ich mich nur doof an? Auf. Zu. Also mit ein bisschen Übung geht das vielleicht einfacher. Das Blöde ist halt, du musst hier sozusagen das Loch finden. Wenn du das Loch nicht findest, dann geht nichts. Okay, mit ein bisschen Übung geht's, aber es ist ein sehr ungewöhnlicher Mechanismus. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den findet. Aber da sieht man ein bisschen Übung, geht das dann auch. Okay, gut. Was ich eigentlich machen wollte, ist einfach hier jetzt mal gucken, wie lang ist das Ganze. Knapp 1 Meter. 90 cm ist die Länge laut hier, das heißt ohne Schloss müssen die das dann wahrscheinlich hier. Okay. Ja, 9 cm, das ist vergleichbar mit anderen. 5 mm soll der Durchmesser hier sein. Und wie bei den anderen auch, muss man es. Nee, muss man nicht. Ha, es gibt einen Clou von diesem System. Bei anderen Schlössern ist es so, man muss es erst zumachen, bevor man es zusammenfaltet. Sonst geht es nicht. Und bei diesem hier kann man es zusammenfalten. Ja, und es ist völlig egal, weil es am Ende eh hier oben landet. Also. Ja, tricky, tricky. Gut, wie schwer ist es? 1,54 Kilo mit Schlüssel. Yes, mit Schlüssel. Ist okay, würde ich sagen. Ist jetzt nicht leicht, ist auch nicht schwer. Kommt auf Sicherheit drauf an. Level 15. Wir sind mal gespannt. Wir haben als Werkzeug die krasse Pucksäge, die mit einem relativ stumpfen Sägeblatt schon. Dann Knipbacks und dann natürlich hier unsere große. Mal gucken, ob wir es damit aufbekommen. Schauen wir mal, wir werden sehen. Gut, vielen Dank Basti für dein neues Fahrrad, das wir jetzt hier ausprobieren durften. Wir haben also ein High-End-Produkt, das muss natürlich ordnungsgemäß abgesichert sein. Und wir haben jetzt halt, wir starten erstmal mit diesem Schloss hier. Ja, also wir stellen uns das vor, das wäre jetzt hier montiert. Und wir können es einfach entnehmen. So. Ich raff's immer noch nicht. Ah, es war nicht schlüssig ganz drin. Okay. So. Und dann versuchen wir das irgendwo hoch abzusperren, weil wir wissen ja, umso höher, umso schlechter kommen wir mit einem Bolzenschneider ähnliches ran. Also wie gesagt, wenn wir es ein bisschen geübt haben, dann geht das hier irgendwie auch. Und dann wäre jetzt das Fahrrad sicher, ne? Also, wer auch immer das klauen möchte. So, wir haben 3 Werkzeuge, die wir starten. Wir haben einmal die Pucksäge. Für die neuen Zuschauer, die uns noch nicht länger verfolgen, schaut euch mal die ersten Videos an. Wir haben damit schon Schlösser knacken können. Ob jetzt dieses Schloss damit knackbar ist, wage ich zu bezweifeln. Aber der traditionsgemäß probieren wir es jetzt trotzdem. Danach gehen wir zum Knipplex, zu dieser Kleinzange und dann zum großen Bolzenschneider. Wir probieren es mal. Also, Pucksäge.
Round 1. Ich glaube, wir haben keine Chance, aber first try. Passiert genau gar nichts. Also irgendwie haben wir auch schon lange kein Schloss mehr gehabt, was mit der Puchse hier knackbar ist. So, dann haben wir hier diese hier. Auch da, glaube ich, haben wir schlechte Chancen, weil die Maulöffnung zu klein ist für das Schloss. Aber wir probieren es trotzdem. Dann variieren wir zum Großen. Und hier, glaube ich, könnten wir vielleicht Chancen haben. Wir gehen mal da rein, wo wir vorhin auch rein waren. Schaut schon ein bisschen anders aus vorher. Ja, es geklappt. Wieder ein Erfolgserlebnis. Jetzt haben wir dieses Wahnsinnsrad geknackt. Und das muss man behaupten, ne? Wir brauchen einen neuen Bolzenschneider eigentlich. Hier, da kann man durchschauen. Ja. Aber egal. Level 15 ist mit einem Bolzenschneider knackbar. Also, wie auch immer gesagt, es ist immer Aufwand. Zeit mit dem richtigen Bolzenschneider ist das Ding auf jeden Fall knackbar gewesen. Also krass, das Schloss sah irgendwie massiv aus, aber es war jetzt auch relativ einfach zu knacken. Ja, mit einer klaren Schnittkante hier ging das durch. Ja, wie in all unseren Videos, jedes Schloss ist knackbar. Ich frage jetzt, wie viel Zeit brauche ich dafür, welches Geld muss ich aufwenden. Aber wir haben es durchbekommen. Genau. Also. Wenn ihr noch mehr Schlossvideos sehen wollt, dann verpasst auf keinen Fall die weiteren Videos. Einfach unten rechts auf Abonnieren klicken und dürft gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr sonst noch ausprobieren wollt. Ihr dürft auch gerne schreiben, was ihr davon haltet, ne? Was ihr vielleicht auch eigene Erfahrungen gemacht habt. Aber das Ding haben wir durchbekommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.